Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Final Fantasy 15, der mittlerweile, glaube ich, schon 25. So, weiter geht's mit der Quest Dreierpack. In der letzten Folge haben wir den Weg hierher gemacht. Bisschen gequatscht, bisschen Auto gefahren. Bisschen viel Auto gefahren, wie ich finde. Was generell in dem Spiel so ist. Was so ein kleiner Kritikpunkt ist. Also meiner Seite her ist natürlich jeder hat natürlich einen anderen Geschmack. So, wenn es euch dann ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr am Ende freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Unterstützt alles drei ungemein. Alles klar, und jetzt würde ich sagen, weiter geht's. So, was ist denn das für eine komische Kreatur? Kauz, keine Ahnung. So, wir nehmen aber erstmal hier das Item auf. Erzfähre. Okay. Oh. Meine Herren, Ardin. Und da ist er auch schon. Kommt mit, ich bringe euch an den Wachen vorbei. Ardin. Keine Sorge, ich rede mit den Jungs. So, Kinder, auf geht's. Okay. Entfernt euch nicht zu weit von mir. Ich bleib hinter dir. Sicher wollt ihr unnötigen Ärger vermeiden. Genau. Besonders jetzt, wo ihr nur noch zu dritt seid. Na, das hört sich ja komisch an. Keine schnippischen Bemerkungen heute. Wir haben dir nichts zu sagen. Treibt euch der Durst nach Wissen über verlorene Zivilisationen her oder doch eher Mithril? Ich glaube, der Typ kann Gedanken lesen. Mithril ist ein äußerst kostbares Mineral. Kein Wunder, dass das Imperium hier niemanden reinlassen will. Und? Gibst du uns jetzt welches? Was? Das habe ich nie gesagt. Na toll, wir brauchen es aber. Ihr müsst es euch schon selbst verdienen. Sonst macht das Ganze doch keinen Spaß. Stufe 26. Okay, wir sind 31 und 30. Das müsste eigentlich funktionieren. Müsste eigentlich. Dass es funktioniert, heißt es aber doch nicht. Kleines Sekündchen. Bin gleich wieder da. Was macht er denn jetzt bloß? Nein, wir sind hier los. Keine Ahnung. Egal. Alles klar. Ihr könnt durch. Einen kleinen Plausch halten. Okay. Mit Aranea reden. Das wird sie hier sein. Die haben auch eine komische Rüstung an. Ihr wollt also die neuen Rekruten sein. Bereit für mein Spezial. Oh, ich will nicht trainieren, Mensch. Prinz Noctis, habe ich recht? Ich bin eitel, ich sag gar nichts. Locker. Ich bin schließlich im Kern noch immer eine Söldnerin. Solange ich bezahlt werde, tue ich so, als wüsste ich nichts. Los, zück die Waffen. Hä? Bitte? Denkt ihr, ich kämpfe alleine? Ich wurde bezahlt, damit ich euch helfe. Aber ihr müsst schon selbst mit anpacken. Aranea hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Solange sie euch begleitet, kannst du weder angeln noch den Regalia der oder Schokobos benutzen. Jungs, seid nett zu ihr. Commodore Aranea Highwind, darf ich bitten? Gegen die habe ich doch schon gekämpft, Mensch. Die hat's auf jeden Fall drauf. Diese Ruine lässt sich bei Tage nicht betreten. Wenn ihr rein wollt, müssen wir warten, bis es dunkel ist. Ist doch eh schon dunkel, Mensch. Winterzeit, 17 Uhr, lass mich rein. Was gibt's hier? Was gibt es hier? Einkaufen? Was kann man da einkaufen? Bestimmt eine Crab. Kaufen. Eisbrand. Dieses Schwert ist in einer erfüllten Summe besonders effektiv im Kampf gegen kälteempfindliche Gegner. Eisspeer. Assassindolche. Rebellion. Okay, die ist auf jeden Fall geiler, sag ich mal. Wenn wir die kaufen? Ich weiß es nicht. 1500 kostet die. Ich kaufe jetzt mal gar nichts, weil ich nämlich nicht weiß, ob ich das jetzt schon wirklich brauche oder nicht. Ich bin ja eher so, ich kaufe lieber nichts und spare mir das Geld. Weil wenn ich nämlich auf anderem Wege durchkomme mit meinen normalen Waffen, dann probiere ich es natürlich umso länger mit den Waffen, sage ich mal.
Also hat der hier Heiltränke. Und da kannst du mir gerne mal welche geben. Guck mal, 30, ja. Ja. Okay. Phönix wieder, die kostet so viel Geld. Es ist unglaublich, was die Kohle kostet. Wenn ihr wisst, wie man schneller an Kohle kommt, ich habe das mit der Fotografier-Quest da gemacht. Da hat man richtig gut Kohle verdient. Wenn ihr wisst, wie man noch schneller an Kohle kommt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Weil Geld ist hier wirklich ein bisschen Mangel, muss ich sagen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein. Es ist ja jetzt eh schon dunkel. Ich frage mich, was das mal war. Weißt du das, Ignis? Nein. Was wohl mit den Bewohnern passiert ist? Geht rein und seht euch mal um. Aranea, die hat auf jeden Fall richtig hier, viel HP. Mal. Da leuchtet was. Der Eingang? Ganz bestimmt der Eingang. Korrekt. Ich bin bestimmt gut helfen können. Wusste ich's doch. Ich bin gar nicht so doof, wie ihr immer tut. Auf geht's! Woher der Elan? Wer waren die beiden eben? Du schienst recht vertraut mit ihnen. Wie viele Stufen denn noch? Nein, wer geht's denn noch runter? Endlich ein Ende in Sicht. Nanu, warum ist hier Licht an? Ist hier etwa noch jemand? Okay, hier geht's mir noch hin. Erwartet keine Willkommensparty. Macht euch auf alles gefasst. Ist das etwa ein Hin? Hier scheint nichts zu War sein. War wohl Fehlanzeige. Okay, die Minikarte zeigt uns eigentlich eh schon gut, wo wir lang müssen. Bloß ich wollte halt nochmal schauen, ob es da vielleicht irgendwelche Kisten oder sowas gibt. Ah, dann ist klar. Das lästig. Ja, so, Monster tot. Wieder einen Ausgang. Sauber. Nicht übel, Horace. Okay. Das war einfach perfekt. Ja, ich kann weiß. Nur zustimmen. Ich weiß, Leute. König ist am Start. Oh, what the fuck? Okay, geht's da vielleicht hoch oder so? Nee, schaut nicht so aus. Aber hier war auf jeden Fall was. Das verschüttet jetzt. Komme ich da nicht mehr ran, das Item? Mensch. Nee, da komme ich nicht mehr ran. War das vielleicht schon Mithril? Dass ich da nicht rankommen soll jetzt? Okay, schauen wir hier rein. Na, da. Vielleicht in die Richtung. Nee, Chromstück. Okay, gehen wir so da weiter. Viele Räume. Lauf nicht alleine vor. Die Wände sind stark verwittert. Sicher werden wir hier lebendig begraben. Passt auf, wo ihr hingeht. Hab euch wohl unterschätzt. Gut, dass die mir so gut hilft. Ich werde mal auf den Speer switchen. Der macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage. Gibt's den Warpunkt? Wow. Alter, was ist los, Digga? Gibt's keinen Warp-Punkt, Bitch? Okay, schnappen wir uns mal den Großen da. Mach mal. What the fuck? Das ist schon mal geil. Danke sehr. Okay.
Tor. Du, Aranea? Alles okay. Die will es nicht schaffen hier drin, ne? Ah, hier, hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir hier rum. Okay, hier ist eine Tür. Passieren. Das ist unglaublich. Oh, seht mal nach oben. Wie? Dann sind wir hier unter Wasser? What? Seht nur, da schwimmen sogar Fische rum. Das ist ja abgefahren. Das ist ja mal richtig geil. Wirklich unter Wasser? Ich krieg auf einmal so schlecht Luft. Nein. Irgendwie surreal. Mensch, Gladio verpasst was. Den ließe das sicher kalt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das schaut doch mal richtig nice aus. Coole Idee auf jeden Fall. Geil. Schaut das richtig geil aus. Von oben? Wow, das ist Blubbeldinger. Wer ist mit den Kleinen down? Die will nicht mehr auf den Sack gehen. Okay, ist der down. Oh, das ist Chlor. Dann wollen wir mal weiter. Was droppen die? Magieflakon. Hier kommen wir weiter. Irgendwie verdächtig. Was ist? Waren wir hier schon? Haben wir etwas übersehen? Ich bin mir nicht nahockt. Hier stürzt nichts ein. Hoffen wir's. Ich wünschte, ich hätte nichts mit Sichern am Hut. Was soll das heißen? Das Militär und diese Sicher, sie sind quasi unzertrennlich. Kann man hier runterspringen? Komm, probieren wir jetzt mal. Nee, kann man nicht runterspringen. Das ist blöd gemacht hier, dass das so eine unsichtbaren Mauern hier sind. Okay, eine Etage tiefer. Wonach sucht das Militär hier? Nach Stichproben. Ich und meine Leute müssen sie suchen. Stichproben? Sicher. Sicher. Was hat das Militär denn mit den Sichern vor? Dreimal darfst du raten. Raten ist nicht meine Stärke. Auf geht's. Ja. Trank. Ade, ich hab nicht gerufen. Die Gemeinde. Bam, 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 komm, komm, komm. Das Imperium macht Waffen aus ihnen. Was? Ihr habt sie bestimmt schon im Einsatz gesehen. Da gibt's auf jeden Fall gut EP, muss ich sagen. Verrostetes Metallstück. Ja. Brauche ich nicht ein verrostetes Metallstück, das ich meine Waffe upgraden kann? Ich glaube, das war ein verrostetes Metallstück. In letzter Zeit verhält sich das Imperium ziemlich dreckig. Puh, so war das doch schon immer. Stimmt eigentlich. Vielleicht sollte ich kündigen. Was? Sag, was würdest du nach deiner Kündigung machen? Naja, worauf ich eben Lust habe. Ich bin für alles offen.
Ich könnte mit meinen Männern auf eigene Faust sicher jagen. Wow, klingt nach Spaß. Auf geht's. Jetzt war mir klar. Boah, Alter, mach nicht Schaden. Was findest du am Imperium denn so beunruhigend? Den Kaiser und seine neuen Generäle, um ein paar Beispiele zu nennen. Creme Brûlée, was haben die denn für einen Namen, ey? Ich hasse den Kerl. Alter. Komm, mach mal einen Trank rein, komm mal. Schneid ihr einen rein. Prompto schaut noch gut aus. Geh mal trotzdem ein. Auf welcher Seite stehst du? Aber keine Angst. Komm, Baby. So bin ich halt. Hab euch wohl unterschätzt. Yep. Okay, dann öffne mal die nächste Tür. Okay, hier ist auf jeden Fall der Boden. Ein, oder? Bisschen komisch. Nein, aus. Keine Sorge. Hey, ist was eingestürzt? Nö. Ah, ich hab's gewusst. Boah, was machen die in Schaden? Das gibt's doch nicht. Ich will die Königswaffe noch nicht nehmen, weil ich nicht weiß, ob ein Boss kommt später und dann habe ich die eventuell nicht. Mach doch. Ja, meine Dame. Daneben. Schmutzig machen lasse. Bisschen spät dafür. Halt mich lieber mal, Mensch. Alles klar. Danke. Komm mal, komm. Komm, Baby. Ist okay? Ja, ich auch klar. Haut die dann eben. Danke sehr. Brillant. Kinderleicht. Ist ja schon wieder voll. Jetzt.
das werden? Alter. Alles klar, Prinzchen? Sowas mache ich mit links. Na, ein Glück. Sonst hätten wir ein Problem. So, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen jetzt lang. Hier scheint ein Gang zu sein. Mega Phönix, okay. Wisst ihr was? Hm? Bestimmt ist hier ein gewaltiger Schatz versteckt. Stimmt, das Gefühl habe ich auch. Wir sind im gleichen Raum schon wieder, oder? Zu sammeln. Ja. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Oder ist das ein anderer Raum? Ja, das ist ein anderer Raum. Los geht's. Okay. Daneben! Prompt durch wieder am Arsch. Komm, 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 komm. Alles klar? Das war echt knapp. Boah, ich hab dich geheilt, Mensch. Nein, der braucht Eiszauber. Alles klar, Eis braucht er. Alter. Sind alle wohl auf? Ja. Und du, Aranir? Ausrüstung. Machen wir doch mal ein bisschen Eis hier rein. Ah, das Feuer. Alles klar. Schauen wir mal, wie es mit dem Eis dann funktioniert. Okay. So, wir müssen jetzt lang hier hoch, denke ich mir mal. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Da unten waren wir doch schon, oder? Klar, hier sind wir eingebrochen. Okay, kommen wir nicht rüber. Sind wir wieder hier unten? Ich flipp aus. Hm? Da sind wir vorher durchgerannt. Hier geht es nicht weiter. Ist nischt. Ist nischt. Hier ist nischt. Ne, wir müssen da lang. Aber wo geht's hier weiter? Kann man hier irgendwie hoch? Ne. Kann man nicht hoch. Hm.
Hä? Ach, hier geht's weiter. Hier. Oder? Oder? Okay, das ist eingefallen. Da gehen wir schon mal nicht weiter. Okay, da ist ein Haken auf jeden Fall. Wir müssen dann aber normalerweise hier weiter, oder? Sieht aber auch schon so komisch aus. Ah, was ist doch? What the fuck? WTF? Was ist das? Ach du meine Güte! Wie zu erwarten war. Und dann auch noch so viele! Mal. Los! Mach, dass ihr wegkommt! Okay, der knallt richtig. War so nicht geplant. Dein Prompto, Mensch. Kann ich die Mühe beleben? Verschwinde! Für mich sind habe ich leider keine mehr. Ein Glück. Sonst hätten wir ein Problem. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Es sind ja doch schon wieder 30 Minuten. Wenn es euch da ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Wie ihr wollt, Leute. Unterstützt mich alles ungemein. So, genau, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge rein. Dann werden wir auch sehen, wie es hier in dem Dungeon weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.